Wetter ist ein faszinierendes Thema. Gern würden wir Einfluss darauf nehmen können, so wie ich das ja gerade in dem Video mache. Naja, in der Realität sieht es natürlich anders aus. Das Wetter nimmt eher Einfluss auf uns, auf die Art, wie wir uns kleiden oder wie wir unsere Freizeit gestalten. Und unter bestimmten Bedingungen auch darauf, wie wir uns fühlen. Und weil ich das Wetter so spannend finde, habe ich mal eine kleine Serie zu den wichtigsten Wetterelementen gemacht. Beginnend mit heute stelle ich dir jede Woche ein neues Wetterelement vor. Temperatur, Niederschlag, Luftdruck, Luftfeuchte und Wind. Auf geht's! Die Temperatur ist wohl das wichtigste Wetterelement. Nicht umsonst gibt es wohl keine Wettervorhersage ohne Temperaturangabe. Die Temperatur entscheidet auch, wie wir uns kleiden und bei vielen auch darüber, wohin der nächste Urlaub geht. Schauen wir uns die Temperatur mal genauer an. Die Temperatur bezeichnet den messbaren Wärmezustand eines Stoffes, im Fall des Wetters also der Luft. Dieser Wärmezustand wird durch die mittlere kinetische Energie der Bewegung der Teilchen bestimmt. Ist diese Energie hoch, dann ist ein Stoff warm, ist sie gering, dann ist er kalt. Bei 0 Kelvin geht man davon aus, dass die Teilchen gar keine Bewegungsenergie mehr haben. Das Messgerät ist ein Thermometer. Das gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Am weitesten verbreitet sind Flüssigkeitsthermometer. Die funktionieren bei normalen Umwelttemperaturen ausreichend genau. Es gibt aber auch elektronische Thermometer. Diese bestimmen über einen Sensor die Temperaturen. Die am häufigsten verbauten Sensoren sind NTCs und PTCs, also Heißleiter und Kaltleiter. Man kann Temperaturen auch indirekt über die abgegebene Strahlung messen. Wobei gilt, je wärmer ein Körper ist, desto kurzwelliger ist die von ihm abgegebene Strahlung. Das Verfahren eignet sich zum kontaktlosen Messen der Temperatur von Feststoffen oder Flüssigkeiten und somit nicht für die Messung der Lufttemperatur. Ein solches Thermometer nennt man dann auch Pyrometer. Die für uns gängigste Einheit ist Grad Celsius. Sie wurde bereits 1742 vom schwedischen Astronomen, Mathematiker und Physiker Anders Celsius festgelegt. Celsius definierte mit dem Gefrier- und dem Siedepunkt von Wasser zwei Fixpunkte, die leicht zu reproduzieren waren. Zwischen diese beiden Fixpunkte legte er eine hundertteilige Skala. Die seit 1954 international gültige SI-Einheit für die Temperatur ist aber das Kelvin, benannt nach William Thomson, der den Adelstitel Erster Baron Kelvin oder auch Lord Kelvin trug. Er schlug diese Skala bereits 1848 vor. Die Werte der Kelvin-Skala sind um 273,15 gegenüber der Celsius-Skala verschoben. 0 Grad Celsius entsprechen also 273,15 Kelvin. 100 Grad Celsius entsprechen demnach 373,15 Kelvin. Nicht so gut umrechnen lässt sich die nach Daniel Gabriel Fahrenheit benannte Fahrenheit-Skala. Sie hat neben dem Gefrierpunkt des Wassers bei 32 Grad Fahrenheit noch zwei weitere Fixpunkte. Die Körpertemperatur eines gesunden Menschen bei 96 Grad Fahrenheit und die kälteste Temperatur einer Kältemischung aus Eis, Wasser und Salmiak, die 0 Grad Fahrenheit entspricht. Entsprechend kompliziert ist hier auch die Umrechnung. Die wärmste jemals gemessene Temperatur betrug 56,7 Grad Celsius und wurde im Death Valley gemessen. Die kälteste jemals gemessene Temperatur betrug minus 93,2 Grad Celsius und wurde in der Antarktis gemessen. Die kältesten bewohnten Orte sind Werchojansk und Oymyakon, beide liegen in Russland. Dort hat man jeweils minus 67,8 Grad Celsius gemessen. Werchojansk ist darüber hinaus auch der Ort mit der weltweit größten Temperaturschwankung. Die wärmste jemals dort gemessene Temperatur betrug im Sommer plus 37,3 Grad Celsius. Die Differenz zum Minimum von minus 67,8 Grad Celsius beträgt somit über 105 Kelvin. Duisburg-Berl und Tönnisfürst meldeten im Juli 2019 jeweils 41,2 Grad Celsius, was Stand heute als wärmste in Deutschland gemessene Temperatur gilt. Der kälteste Ort ist Wolnzach in Bayern. Dort wurden im Februar 1929 minus 37,8 Grad Celsius gemessen.
Die ursprünglich von Anders Celsius entwickelte Skala hatte den Gefrierpunkt des Wassers bei 100 Grad Celsius und den Siedepunkt bei 0 Grad Celsius. 1745, also ein Jahr nach Celsius Tod, wurden die Fixpunkte von Carl von Linné vertauscht, sodass die Skala seitdem so gilt, wie wir sie heute kennen. Die Fahrenheit-Skala wird heute nur noch von Staaten mit einem eher geringen Entwicklungsstand verwendet, wie zum Beispiel Belize, den Bahamas, den Cayman Islands oder auch Liberia. Und darüber hinaus von den USA. Die Einheit Kelvin wird in der Naturwissenschaft neben der absoluten Temperatur auch für Temperaturdifferenzen verwendet. Da der Gradient der gleiche ist wie bei der Celsius-Skala, nutzt man in der Populärwissenschaft auch für Temperaturdifferenzen die Einheit Grad Celsius. Mehr Informationen rings um das Thema Wetter bekommst du hier auf meinem Kanal oder direkt im nächsten Video. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Bis dahin!